Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt. Ich mache mich hier gerade daran, das Restterrain, was nicht zu unserer Insel gehört, so gut wie es geht zu entfernen. Dafür senke ich das Ganze einfach ab und später, wenn ich dann speichere und neu lade, dann ist dort Ozean. Allerdings konnte ich leider nicht ganz alles entfernen, weil da halt der Kartenrand ist. Und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht direkt komplett an den Kartenrand dran glätte, weil sonst entstehen da so ganz komische Kanten. Aber deswegen kann ich es leider nicht verhindern, dass so ein bisschen Land da im Hintergrund noch bleiben wird. Aber das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Jetzt geht's aber schon an den letzten Bereich von unserer Insel. Und jetzt ist auch gleich schon die ungefähre Form unserer Insel zu sehen. Größer wird sie dann auch nicht. Ich werde dann halt nur das Ganze so ein bisschen an der Küste noch anpassen. Aber das ist jetzt die Kartengröße, also die Inselgröße. Und ich hatte mir für den letzten Bereich überlegt, dass ich dort so eine Steinmauer als Übergang zum Wasser mache. Damit wir dann nochmal ein bisschen Variation haben zu den anderen Bereichen. Deshalb habe ich jetzt erstmal mit diesen Mauerstücken, mit denen wir sowieso schon sehr, sehr viel gearbeitet haben, feinsäuberlich den Rand abgesteckt. Das Gute ist ja, dadurch, dass das Ganze hier verlassen ist und zerstört ist, muss ich da halt nicht so Acht geben, dass es wirklich gerade und gleichmäßig ist. Und wenn es dann an der einen oder anderen Stelle ja nicht perfekt aussieht, macht das rein gar nichts, sondern das trägt dann eher noch mehr dazu bei, dass halt diese verlassene, zerstörte Optik rüberkommt, die ich ja sowieso erreichen möchte. Und ich habe jetzt hier auch das allererste Mal einen Vogelkäfig gebaut. Den werde ich gleich auch noch zerstören. In dieser Folge kommen nämlich auch ganz viele Flugsaurier über die Insel. Die werde ich schön verteilen überall. Aber die werden dann sowieso überall hinfliegen, also die haben ja keine Begrenzungen. Aber finde ich auch ganz cool. Das macht es relativ spannend dann, wenn die halt überall landen können, überall hinfliegen. Und dann sich einfach frei fühlen, wie es ja auch sein soll. Und jetzt kommt hier erstmal ganz viel Wegfläche, die ausgefüllt werden muss. Es wird hier nämlich wieder ein riesiger Platz werden. Und natürlich muss dieser Platz dann auch noch zu dem Rest des Weges verbunden werden. Das mache ich dann hier oben, zu unserem anderen Platz, wo der Alu und der Kano sich austoben. Und dann geht es schon ein bisschen an die Landschaftsgestaltung. Da habe ich dann auch den Übergang zum Wasser so ein bisschen felsiger gemacht. Und dann durfte natürlich auch der ein oder andere Busch und Baum nicht fehlen. Und gerade bei so Übergängen kann man sehr, sehr gut Felsen benutzen. Die Bäume habe ich dann auch meistens manuell platziert, weil es halt einfach besser funktioniert. Und dann noch mehr Felsen, auch bei der kleinen Wasserstelle. Und auch noch ein bisschen Deko.
Und jetzt auch noch den Berg da, der im Hintergrund dann zu sehen sein soll. Der musste auch noch angepasst werden. Den habe ich dann auch wieder schön felsig gemacht, das Ganze gespeichert und geladen, damit das Wasser aufgefüllt wird. Und jetzt springe ich schon wieder zur Wegfläche. Also das ist wieder so ein bisschen hin und her hier bei mir. Aber das kennt ihr ja mittlerweile. Hier habe ich die Stellen auch alle ausgefüllt mit Weg. Wenn dann später dort überall Deko und sowas hinkommt, dann sieht das auch nicht mehr nach ganz so viel Weg aus. Oh, hier im Hintergrund springe ich jetzt wieder zum nächsten Objekt, sage ich mal, was ich baue. Nämlich nochmal so eine kleine Burgruine. Einfach so als Deko. Und dann geht es wieder an das Terrain-Tool. Jetzt habe ich nochmal den Berg ein bisschen weiter angepinselt. Ein bisschen mehr Sand und sowas da reingebracht. Aber ist sowieso immer sehr hilfreich, wenn man halt diese ganzen Terrain-Untergründe so ein bisschen vermischt miteinander. Aber man sollte die trotzdem sinnvoll platzieren. Ich habe auch immer versucht, dieses Klippen... Also es gibt ja verschiedene Klippen da und bei den Steinklippen habe ich immer versucht, diese etwas gröberen Klippen da zu benutzen. Seht ihr ja hier auch schon, ne? Also nicht diese ganz weißen, sondern eher diese bräunlich-weißen. Und da auch dann immer lieber erstmal zu viel einzeichnen, weil wenn man dann später Büsche und sowas noch macht, dann wird das Ganze halt noch weniger klippig und eher grün. Deswegen muss man da nicht so sparsam sein. Aber so langsam nimmt es Form an. Bäume kamen da auch noch oben ein paar hin. Und auch auf die freien Flächen. Ich hatte übrigens keine FPS-Probleme bis zum Ende von dem Speedbuild. Also es war alles noch entspannt. Aber ihr könnt den Park dann auch später selber ausprobieren. Nämlich in der letzten Folge, die noch kommen wird. Es wird nochmal eine Besichtigungsfolge. Dort werde ich auch das Safe Game euch zur Verfügung stellen und veröffentlichen. Und jetzt geht es endlich an den Platz hier, den ich geschaffen hatte. Da kommen nämlich jetzt auch noch einige Gebäude hin und Dekoobjekte. Da habe ich mich dann auch wieder viel ausgetobt mit Käfigen und auch mit Kisten, Tanks und was es da nicht alles gibt. Das wird übrigens hier wieder sowas wie ein Gehege werden für einen Dinosaurier, den ich am Ende freilassen werde. Das kennt ihr ja mittlerweile schon, diese Plätze dienen ja meistens als Gehege, weil man die dort halt ganz gut einsperren kann, dass die dort bleiben, die Dinosaurier. Hier habe ich auch wieder viele Mauerstücke in den Boden versenkt, damit die Straße ein bisschen zerstört aussieht. Und dann noch mehr Kisten. Und hier habe ich dann auch mal einige Schiffscontainer noch platziert. Die kann man mit dem Move-Tool auch schön aufeinander platzieren, was ganz cool aussieht. Ansonsten habe ich die wirklich wild durcheinander gestellt. Habe halt immer geguckt, dass die Farben so ein bisschen vermixt sind von diesen drei verschiedenen, die man hat. Ich weiß gar nicht, ob die Dinosaurier da jetzt unten drunter laufen könnten, wenn es kleine wären. Ich glaube aber eher nicht. Müsste man mal ausprobieren, sonst könnte man da halt auch interessante Dinge mitmachen. Vorhin habe ich nochmal einen umgekippten Kran hingemacht. Also Kräne bei so schweren Containern und Kisten finde ich immer ganz angebracht. Weil irgendwie müssen die ganzen Sachen ja transportiert werden. Aber ich weiß halt, dass auch viele Dinge hier sowieso nicht realistisch und logisch sind. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe ja auch wieder viel mit diesen Mauerstücken gearbeitet. Aber die finde ich auch echt cool.
und dann nochmal die Inselform ein bisschen abgeändert. Da habe ich immer von Weitem geguckt, wo mir noch so ein bisschen Land fehlt. Deswegen habe ich hier nochmal so ein kleines Stück ins Wasser hineingebaut. Dann natürlich auch hier wieder ein paar Felsen und ein bisschen Landschaftsgestaltung mit Bäumen. Und jetzt ging es auch noch an den Untergrund. Der musste nämlich auch überall noch angepasst werden. Da habe ich auch den größten Teil bei rausgeschnitten, weil das musste ich fast überall machen auf der Karte. Aber ich wollte halt auch, dass das Ganze von oben dann gut aussieht. Deswegen habe ich da auch noch viel abgesenkt und dann halt das Wasser an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen seichter gemacht, wo es halt zum Land übergeht. Aber grob könnt ihr das ja sehen, wie ich das überall dann so gemacht habe. Und zu guter Letzt musste auch noch das Land da angepasst werden, was ich am Anfang entfernt hatte, dass es nicht mehr ganz so blöd aussieht im Hintergrund. Also das Stück Land hier hätte ich am liebsten komplett entfernt, weil das halt nicht zur Insel gehört. Aber das ging halt, wie gesagt, nicht wegen dem Kartenrand. Und deswegen habe ich hier dann zumindest den Übergang noch ein bisschen schicker gemacht. Es war leider auch ein sehr, sehr großes Stück. Aber damit musste ich halt leben. Dem Stück habe ich jetzt auch keine Felsen oder so als Objekte platziert. Das habe ich einfach nur mit dem Terrain-Tool angepinselt. Und ich habe dann auch noch die ein oder andere kleine Stelle im Wasser auch noch angehoben, dass dort ein kleines Landstück zu sehen ist. Und jetzt habe ich nochmal ein kleines Easter Egg hier eingebaut. Nämlich habe ich hier nochmal ein kaputtes Mauerstück gemacht, so ein kleines. Und dort ist dann irgendwann mal der Indominus Rex reingefallen ins Wasser. Ich habe jetzt hier auch nur die kleine Stelle ausgebaut mit diesem Skelett. Ich wollte jetzt nicht hier den ganzen Untergrund, weil man den eh nicht sieht, ausbauen. Sollte halt nur so ein kleines Easter Egg werden. Ich habe hier dann wieder viel mit diesen kleinen Mauerstücken versucht, das Ganze möglichst kaputt und realistisch aussehen zu lassen. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon, die habe ich ja fast überall eingebaut, damit es alles zerstörter wirkt. Habe ich dann auch immer viel gemacht bei solchen Sachen, die umgestürzt sind, wie der Kran hier zum Beispiel. Damit es halt so aussieht, als wenn der irgendwann mal da mit Wucht draufgeknallt ist und dann der Weg so ein bisschen gesplittert ist und da so Felsen rausgekommen sind. Und dieser Kollege hat den Indominus Rex irgendwann mal da runtergeschmissen. Der Giganotosaurus. Den gibt es jetzt auch mit verschiedenen Skin-Varianten. Also gab es vorher auch schon, aber nicht halt die Dominion-Version. Den bringen wir jetzt mal schnell darüber. Und sorgen dafür, dass der da nicht ausbüchsen kann. Also der läuft dann hier rum. Das ist sein Bereich sozusagen. Und hier unten, also hier wurde irgendwann mal der Indominus Rex durchgeschubst. Und da liegt das Skelett jetzt hier. Halt so ein kleines Easter Egg. Das sieht doch schon ganz gut aus. Er dürfte hier hinten auch nicht raus können. Das Einzige, wo er vielleicht raus könnte, ist hier und hier. Das heißt, das muss ich dann gleich nochmal eben mit Mauern verhindern. Das können wir auch mal eben schnell zusammen machen und dann testen wir schnell. Nehmen wir uns mal schnell zwei Mauern. Und dann versenken wir die hier einfach im Boden. Das ist halt echt praktisch, dass man das einfach so machen kann. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier weg kann oder nicht. Das kann man dann halt immer testen. Anhand von seinem Terrain, was er hat. Muss dann kurz erkunden ein bisschen.
Aber ihr seht halt jetzt genau, wo er hinlaufen kann und wo nicht. Wenn jetzt hier gleich die Blockade kommt, dann ist gut. Okay. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein Problem. Das ist diese Stelle, die ich vorhin schon meinte. Die machen wir jetzt auch schnell zu. Und dann testen wir es nochmal. Da wird es wahrscheinlich schon reichen, wenn ich einmal hier eine Mauer nehme und in den Boden versenke. Oh, jetzt kommt er doch irgendwo durch. Da kommt er noch durch. Oha, krass. Aber es ist halt echt praktisch, dass man das damit testen kann, ne? Da muss man dann nach und nach immer schauen. Dann machen wir dann einfach hier komplett zu. Und jetzt passt es aber. So, ist jetzt auch mal hier rüber gelaufen. Und er kann hier perfekt überall hin. Das ist schon echt praktisch, dass man das sehen kann, das Territorium. Aber so sollte es auch sein, dass er hier komplett frei rumlaufen kann. Diese 5 Silophysis, die kommen dort auch noch hin, würde ich sagen. Damit der Giga nicht ganz alleine ist. Die bringe ich jetzt auch mal eben alle schnell rüber. Da sind sie alle. Und auch hier muss ich jetzt nochmal testen, ob das passt soweit. Weil es kann halt sein, dass die sich woanders noch durchquetschen können, weil die halt kleiner sind als der Giga. Und dann kommen noch einige Flugsaurier. Das sind jetzt 6. Sungarupterus. Die fliegen jetzt hier los. Die können auch meinetwegen überall hin. Ich werde die aber gleich trotzdem noch auf der Insel so ein bisschen verteilen. Weil ich weiß halt nicht, inwiefern die sich hier bewegen. Wie weit die fliegen. Aber es kommt noch viel, viel mehr. Ihr seht hier, die Liste ist lang. Wir lassen die mal schnell alle frei. Wir haben nur noch 6 von den 9 Dimorphodon. Die sind ja auch winzig. Die sind richtig, richtig klein. Dann wird es ein bisschen größer. Mit 2 Tropiognathus. Und dann wird es noch größer mit einem Quetzal. Da habe ich die Dominion-Variante. Ja, ihr seht schon, das sind einige. Und jetzt kommen noch 2 Barbaridactylus. Mit den beiden habe ich übrigens was Besonderes vor. Nämlich, das können wir auch mal eben schnell zusammen machen. Hatte ich geplant, dass ich die in diese Kuppel packe. Und ich habe ja Dinosaurier-Ausbrüche ausgestellt. Das heißt, die sollten da eigentlich drin bleiben. Holen wir den anderen auch noch schnell rüber. Und auch der kommt hier rein. Die müssten jetzt eigentlich drin bleiben, auch wenn der Käfig kaputt ist. Ich habe hier drin übrigens auch noch so ein bisschen gestaltet, wie ihr sehen könnt. Da war vorher auch nichts drin. Das hatte ich auch nicht im Speedbuild gemacht. Ich hoffe, die fliegen jetzt nicht raus. Ich glaube aber nicht. Hier ist auch noch alles da. Ja. Okay, die Silophysis sind ein bisschen panisch, aber das macht nichts. Da müssen sie mit klarkommen. Ich hätte aber auch Angst bei so einem Giga. Jetzt checken wir mal kurz die Lager. Ja, die haben sich halt noch nicht gut verteilt. Ihr seht schon, ne? Die bleiben jetzt im Moment noch hier in dem Bereich. Das heißt, ich werde jetzt alle auf der Insel so ein bisschen verteilen, die Flugsaurier. Und dann sind wir eigentlich soweit mit der heutigen Folge fertig. Und dann würde ich sagen, kommen jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen von dem, was wir heute gebaut haben. Und beim nächsten Mal machen wir dann nochmal eine gesamte Parktour. Da zeige ich euch dann nochmal alles und werde euch dann auch das Safe Game zur Verfügung stellen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.